Moin zusammen. Ich wollte euch auf den neuesten Stand bringen, was so die Schwimmsaison macht, wie es jetzt weitergeht, weil jetzt kommen bald die wichtigen Wettkämpfe diese Saison, wie die Schwiminteressierten von euch bestimmt schon wissen. Kleiner Hinweis auch an alle Hamburger, die mal Lust haben, mich in Hamburg schwimmen zu sehen. Und zwar ist am Wochenende im Dulsbergbad, wo wir auch trainieren, Hamburger Meisterschaften. Und da schwimme ich auch. Und zwar schwimme ich am Freitag ungefähr um 18:50 Uhr Kraul, am Samstag Vormittag gegen 11 100 Schmett und am Sonntag zwischen 11 und 2 nochmal 50 Schmett und 100 Kraul. Ich denke, ich werde schon wieder ganz flott unterwegs sein. Ich war ja auch beim Wettkampf in Potsdam schon gut. Und wer Bock hat, sich das mal anzugucken. Live praktisch. Die Atmosphäre wird jetzt nicht der Hammer sein, aber schwimmen werde ich wahrscheinlich ganz anständig und wer das mal angucken will, kann gerne vorbeikommen. Das ist auch der letzte große Test jetzt vor den deutschen Meisterschaften, wo ich morgen in 2 Wochen dann auch schon mich nach Berlin aufmache. Mein Ziel ist natürlich ganz klar die WM-Quali. Die Saison habe ich jetzt sehr viel studiert, also gerade im Herbst. Und bin auch jetzt dieses Jahr nicht ganz gut durchgekommen, aber der Wettkampf in Potsdam war sehr gut. Mit meinen Zeiten bin ich sehr zufrieden gewesen und ich bin sehr guter Dinge, dass das alles wieder vernünftig läuft in Berlin und ich mich dann auch über meine Hauptstrecken natürlich für die WM in Barcelona qualifiziere. Die ist dann Ende Juli, Anfang August. Ja, das war's erstmal von mir. Mein Studium ist jetzt ein bisschen entspannter und ich bin froh, dass Hamburg endlich wieder schneefrei ist, dass hoffentlich der Frühling bald kommt. Und vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende bei den Hamburger Meisterschaften im Dulsbergbad oder dann vielleicht bei den Deutschen oder einfach auf meiner Fanseite. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.